Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Neverwinter mit Yoshio. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Arme von Fräulein Monini war sowohl mächtiges mit. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt habe ich leider den Text unterbrochen. Ich guck mal, es geht schon wieder zurück hier. Wir müssen schon wieder hier in die Pampa. So, Feuerschale bei der ewigen Flamme entzünden. Der Käfer hat sich irgendwie aufgehangen hier. Ich will nicht wissen, wie viele diese Spinnen, die hier sich nicht leisten können, beziehungsweise es nicht benutzen können, weil sie eine sogenannte Arachnophobie haben. Und Spinnen nicht sehen und hören. Jetzt muss man durch das Tor, ne? Shadowfell betreten. Weiß ich nicht, ob wir rein. Steht da. Oder? Du hast die Quest, ich hab ihn. Das Ding war auf jeden Fall am Leuchten. Das war es vorhin nicht. Dann. Wieder Informationen. Hier geht's lang. Ja, zum Schild muss ich. Das Siegel öffnen. Jo. Ja, toll, ich hänge in dem Siegel fest. Hallo? Guck mal. Geht nicht. Komm mal nicht raus. Jetzt kommt er raus. Meine Güte. So. Was haben wir noch? Leuchten. Achso. So, nee, doch, hier geht's hoch. Oder? Nee, hier geht's runter. Hier ist das nächste Siegel. Öffnen und einmal aktivieren. Zack. Ja, wie geil. Schon cool gemacht. Echt gut gemacht, finde ich. Ja, also. Nicht groß. Ja, es kann kostenlos sein, muss man so zu sagen. Ne? Kannst auch viel Geld fangen. Ja, natürlich. Oh, ich habe das mit dem Springen raus, das ist doch Wahnsinn. Ne? Musste auch nur eine halbe Minute überlegen, wie das geht. So. Das Siegel war auch aktiv, jetzt fehlt noch eins. Eins noch, hoppala, hier. Hast du kaputt gemacht? Hat so laut geknallt gerade hier. Der Schurke ist ein Glasgeschoss. Eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Ja gut, im Gegensatz zu denen, die du sonst so spielst. Du spielst ja so überwiegend eigentlich so die Tanks. Klar, logisch. Das ist natürlich richtig. Aber der macht Schaden. Der Schurke. Richtig geskillt macht der richtig Damage. Aber ist mehr so der Solo-Künstler, wenn ich da richtig informiert bin. Nicht so. AE-Schaden. So, ja, ich muss erst mal gucken hier. Ah, hier, da. Ah, das Schattenschloss. Zack.
Hebel ziehen, Hebel ziehen, Hebel ziehen, da ist er. Einmal die Truhe. Ring der Heimtücke. Hast du die auch? Nö. So, die hast du nicht, okay. Ich dachte, du hättest die Quest vielleicht auch gekriegt. Das war eine andere, ne? Wie war das? Die andere Quest habe ich gekriegt, ja. Aber ich würde gerne noch was. Jetzt kommst du. Nicht? Oh. Da, versuch mal da. Abkürzung konnte ich nicht nehmen. Der Larunis war gefangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das tut mir fürchterlich leid jetzt. Mann, Mann, Mann. Was ist das für ein Fragezeichen? Oh ja. Hey, der war jetzt gut. Ich will hier raus. Ein Ion-Kleriker ist kein Tank. Nicht so direkt. Ich kann mich bei dir eigentlich so mehr an den Templer erinnern, aber gut. Wenn du jetzt auf Kleriker umgestiegen bist, der trägt aber auch noch eine solidere Rüstung, wie hier jetzt beispielsweise der Schurke. Den Glasebenen abgeschlossen. So, ausgezeichnet. Fahrtebene. Sobald wir uns um die physischen Siegel gekümmert haben, solltet ihr in der Lage sein, das Grab der Wasseruhrengilde zu betreten. Wegen dem Glasgeschoss bestimmt. So, Quest abschießen, schließen. Haben wir. Wo geht's weiter? Die Tante. Die Tante mit Schwanzwedel. Ach so, die andere Tante. Die hier. Das ist ja eine andere Quest. Nein. Chattelbell hat mich über den Drachen informiert. Ihr wisst sicher, wie schlimm es wäre, wenn der Drache freikäme oder noch schlimmer, unter Valindras Kontrolle fiele. Valindras Lakaien wissen nicht, was wir tun und versuchen mit geballter Kraft, das Grab zu stürmen. Dadurch habt ihr die Chance, dort zuerst hinzugelangen. Laut Chattelbell ist der Weg in das Grab der Wasseruhrengilde durch einen komplizierten Mechanismus versperrt. 6 physische Siegel müssen aktiviert werden, bevor ihr eintreten könnt. Zuerst müssen die Siegel im unteren Bereich der Handwerkersruhe aktiviert werden, danach die in den oberen Ebenen. Okay. Die Geschichte der Totten brauchen wir dann nicht. Die haben wir ja schon. So, wunderbar. Wie voll bin ich denn? Ich glaube, das ist noch im Rahmen. Wir können erstmal noch die Quest machen, oder? Da geht's. Ach, schon wieder hier lang. Oh. Immer das Gleiche. Ja, mein Krabbelvieh. Ach, guck mal, da ist. Da haben wir noch ein Siegel. Uro-Mechanismus in Gang. So, weiter geht's. Na toll, schon kaputt. Gerade auferstanden, schon kaputt. So, warten wir mal ab. Wir müssen jetzt auch welche kommen. Du siehst die Mobs auch, oder? Weil sie für dich unsichtbar. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Beim nächsten Mal. Okay, guck mal. So, ich hatte angenommen, du warst irgendwie dabei, hinter mir, neben mir, vor nee, mir. Ich habe gerade mein Inventar mal aufgenommen. Das hat Sinn. Das sind so Dinge, die ich auch zwischendurch mal dann liebenswerterweise mache. Sinnvollerweise. Oh,
Also die Mobs sind ja gut, die standen ja auch hier so rum. Ne? Ich meinte jetzt eher die, die so auftauchen, wenn man dieses Siegel aktiviert. Da in der Ecke dieses Türchen. Ist schon weg. Und jetzt müssen um mich herum tauchen jetzt gleich wieder Viecher auf, wenn ich das hier aktiviere. Hör mal. Da bin ich mal gespannt. Ja, die sind. Nein. Oh ja. So, alle weg. Alle weg. Weil helfen braucht ihr nicht. Du hast ja gesagt, wie sie sehen. Was? Helfen brauche ich ja nicht. Na super. So muss das sein. Yeshua kriegt aufs Auge. Guck mal zu. Kannst du haben. Viel Spaß. Ernsthaft jetzt? Also, das finde ich jetzt gar nicht mal so witzig hier. Dass jetzt hier die Handwerkerwut ausgebrochen ist. Am Heiligen Sonntag. Meine Seele. Klang wie ein Kamelfurz, war aber wahrscheinlich eine Bohrmaschine. Unglaublich. Die Spur endet hier. Ey, sag dir mal, das stört, das geht nicht. Ja. Wo denn? Hier ist nichts. Ja, sehe ich ja. Wo denn? Was denn? Links. Guck mal. Wo denn? Ach da, jetzt sehe ich's. So ist das. Okay, doch hier schon. Ne? Schraube Nummer 3, also einmal wieder noch bohren wahrscheinlich. Naja gut, das ist nachbohren, das zählt nicht. Meine Güte. Einmal darfst du noch. Los. So, hier geht's weiter. Scheint doch fertig zu sein. Obere Siegel aktivieren. Naja, ist das ein Siegel? Ich komme gar nicht dran. Ich spiele nochmal drauf. Ne, das ist verkehrt rum, ne? Ne, so rum. Alles. Höp. Mensch. So, jetzt macht er was. Ah ne, sie werden sterben, sowas. Ein Kleriker soll Stoff zumindest zwischendurch, aber hast recht, Schurke hat einen schönen Damage Output. Nur hat große Mobgruppen und CD auf den Skills, ist doof. Ja, auch bei dir wäre dann beispielsweise, was war das? Erholung. Erholung. Erholung auf den Sachen, dann werden die Cooldowns geringer, viel geringer. Erholung war es, genau. Einmal mit Erholung ran. So, Räder mit Rädern. Wieder zurück oder was? Tatsächlich, zur Hafnerin zurückkehren. Was ist eigentlich eine Hafnerin? Eine Schaffnerin ohne SC? Ja,
Ach ja. Nein, ich weiß nicht, das war irgendein historischer. Ein historischer Bullet, aber ich komme nicht drauf, was dieser macht. Ein Hafner. So. Aber das werde ich mal in Erfahrung bringen via Google und dann nach Bericht erstatten. Im Angebot. So, was haben wir hier? Die Hafnerin Wilde. Wilde. Ausgezeichnet. Hoffen wir nur, dass ihr vor Valindra in die Wasseruhrengräber gelangt. Ja, stimmt. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.